Ja, liebe Studierende, ich begrüße Sie herzlich zu der Vorlesung Warum ist der Himmel blau? Ich werde erzählen, Frau Hoffmann wird experimentieren, so teilen wir uns die Freude dieser Vorlesung heute. Und ich habe mal zur Einführung eine kleine Frage an Sie alle. Welche Farbe hat die Sonne? Vielen Dank. Ich hab ziemlich viel Gelb gehört, aber auch ein bisschen Weiß. Und wenn man genau hinguckt, zum Beispiel vom Weltraum aus, wie hier vom Satelliten aus, dann sieht man, dass die Sonne eigentlich weiß ist. Und die Frage ist jetzt, wie kann das sein, dass die Sonne einerseits weiß aussieht, andererseits aber auch gelb aussieht? Und gleich zum Anfang habe ich Ihnen da ein kleines Experiment mitgebracht, wo wir das vielleicht herausfinden können. Und zwar das Prisma. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, dass weißes Licht tatsächlich aus ganz vielen Farben auf einmal besteht und weißes Licht also eine Farbmischung ist. Und klar, wenn man einen Sack voll Lego hat, dann kann man den sortieren, oder wenn Sie in einem Bus drin sind und sich dafür entscheiden, sich da irgendwie zu sortieren, dann schaffen Sie es auch. Aber beim Licht kann man das nicht mit den Fingern machen oder kann man sich nicht einfach so entscheiden. Dafür braucht man ein bisschen mehr Technik. Und könnten wir vielleicht diese Folie aushaben und das Licht ein bisschen rund ausmachen hier im Saal? Ah, wundervoll. Ja, was Sie hier sehen, ist jetzt so ein Prisma, so ein dreieckiges, wie gerade auch auf der Folie drauf war. Und da sehen Sie da drüben so ein bisschen, ja, wie sieht das aus? Wie ein Regenbogen, nicht? Und das funktioniert, wenn man dieses Prisma unter einem bestimmten Winkel auf diese weiße Lichtquelle drauf tut. Also auch das weiße Licht von so einem Overhead-Projektor besteht durchaus aus allen Farben. Das ist jetzt zwar ganz schön, aber vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser hin. Frau Hoffmann, haben Sie da was in der Hinterhand? Oh ja. Oh. Oh, ein bisschen, bis es zur Ruhe kommt. Was wir hier haben, ist ein Gefäß voll mit Wasser. Und auch an dieser Wassergrenze kann das weiße Licht aufgespalten werden in die ganzen bunten Bestandteile. Und das sieht man hier jetzt im ganzen Hörsaal. Wenn Sie mal schauen, dann macht es hier so ein richtig einmal die Runde durch den ganzen Saal durch. Okay, könnten wir die Folien wieder drauf haben? Und das Licht können wir eigentlich auch wieder anmachen. Ah, okay. Also das weiße Licht besteht tatsächlich aus ganz vielen Farben. Und zwar alle, die man sich so vorstellen kann, von Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila. Und interessanterweise gibt es links und rechts auch noch Farben, die dann noch weitergehen. Also es gibt ein Rot, das ist noch roter als Rot, aber das können wir dann nicht mehr sehen. Das nennt man dann Infrarot. Aber wir befassen uns in dieser Vorlesung hier vielleicht erstmal mit dem ganzen sichtbaren Anteil des Lichts. Und das sieht ja hier aus wie ein Regenbogen. Und tatsächlich passiert bei einem echten Regenbogen, wie man hier einen sehen kann, oder na, hier nicht, da sieht man mich, wie man hier einen sehen kann, passiert genau das Gleiche. Nur sieht das ein bisschen komplizierter aus. Ich habe hier, wenn man sich vorstellt, dass hier die Sonne ist, dann schickt die hier Licht rein, in so ein Wassertröpfchen hinein. Das Licht kommt hier rein, wird hier reflektiert und kommt als Regenbogen raus. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt zum Beispiel hier stehen und hier die Sonne ist, dann müssen Sie also für einen Regenbogen immer die Situation haben, hinter Ihnen ist die Sonne, vor Ihnen die Regenwolke und dann können Sie den Regenbogen sehen. Achten Sie vielleicht beim nächsten Mal, wenn es regnet und die Sonne gleichzeitig scheint, darauf, wann Sie einen Regenbogen sehen können und wann nicht. So, können jetzt schon mal ein bisschen was zusammenfassen. Und zwar, weißes Licht wie das der Sonne besteht aus allen Farben, das heißt Gelb und Rot und Grün und Orange und alles zwischendrin.
Und mit einem Prisma kann man die Farben aufteilen und die Farbmischung sichtbar machen. Die Natur schafft das von selber mit Regentropfen. Wir nehmen halt dann so ein dreieckiges Prisma. Auch sehr schön. Tja, jetzt stellt sich halt die Frage, was hat das möglicherweise mit dem Himmel zu tun, wie man hier so sieht? Es ist ja jetzt nicht so, dass da so viele Prismen überall in der Luft rumfliegen, die dann irgendwie für diese Farbaufteilung sorgen könnten. Sondern das muss möglicherweise irgendwas mit der Atmosphäre zu tun haben. Oh, wissen Sie denn, was die Atmosphäre ist? Ja, da drüben habe ich eine Meldung. Könnten wir da vielleicht ein Mikrofon haben? Ja, so einem jungen Mann mit dem Kinderuni-T-Shirt. Also, ich habe schon mal so ein Buch gelesen und da stand drin, dass die Sonne, die hat ja die Farben. Und ja. Das blaue Licht wird am stärksten gestreut und deswegen ist der Himmel blau und das tut dann das Licht eigentlich, weil die Sonne, die strahlt ja. Mhm. Und dann tut die Sonne die halbe Welt bestrahlen, je nachdem, wo sie gerade steht. Und dann ist halt der Teil da gerade blau. Ganz richtig. Ganz richtig. Also, haben Sie das alle verstanden? Also, da findet ein physikalischer Vorgang statt, der heißt Streuung. Streuung ist im Prinzip, dass sich so ein Lichtstrahl trifft auf irgendein Objekt drauf, ein Molekül oder ein Prisma, und wird davon abgelenkt. Aber woran wird denn hier in der Atmosphäre, woran kann denn da das Licht abgelenkt werden? Ja, ich habe da drüben eine Meldung. Also an Wassertröpfchen vielleicht oder an Luftteilchen. Wassertröpfchen und Luftteilchen. Das ist sehr gut. Das sind genau die zwei Punkte, auf die ich eigentlich selber kommen wollte. Und zwar bestehen Wolken eigentlich aus kleinen Wassertröpfchen und die Atmosphäre besteht eigentlich auch nur aus Luftteilchen. Jetzt kann man die Luft ja überhaupt gar nicht sehen. Außer wenn man ein bisschen trickst. Und dafür habe ich Ihnen ein kleines Experiment mitgebracht. Könnten wir die vorderste Kamera vielleicht umdrehen auf die Treppe? Dann können wir das nämlich sehen. Was die Frau Hoffmann da mitgebracht hat in diesem blauen Gefäß, das ist flüssige Luft. Wenn man nämlich Luft, so wie sie hier im Hörsaal drin ist, flüssig macht, ganz stark abkühlt, dann kann man sie tatsächlich sehen. Okay. Vielen Dank, dass Sie alle so schön mitexperimentiert haben. Was haben Sie denn gerade gesehen? Was ist gerade passiert? Können Sie das beschreiben? Den Herrn hier habe ich gesehen in der Mitte, der hat sich ganz schnell gemeldet. Der hat was am Hals. Fragen vielleicht doch lieber den jungen Mann hier vorne. Also die Luft war jetzt weiß geworden. Normalerweise sieht man die ja gar nicht, aber warum? Und jetzt ist die ja weiß geworden. Genau. Und die Dame da noch? Vielleicht, weil das Wasser wurde zu Dampf. Ja, so, das passiert auch, ja.
Hier vielleicht hier vorne noch oder gibt es hier drüben vielleicht noch jemanden, der was sagen möchte? Ah, da ist ein junger Mann hier in der 1, 2, 3, 4, 5. Reihe. Also die Luft war, glaube ich, so kalt, dass sie flüssig geworden ist. Mhm. Ja. Genau. Die Dame hier hat sich gerade so gestreckt. Wolltest du dich melden oder nur die Hand in die Kamera halten? Okay. Ja. Was passiert ist, die Luft wurde vorher so weit runtergekühlt, dass sie flüssig geworden ist. Und wenn man sie dann ausgekippt hat, hat sie was von der Kälte an die Umgebung abgegeben. Und da ist dann Wasser kondensiert und hat kleine Tröpfchen gebildet. Und was man aber auch gesehen hat, das Ganze hat nicht lang gedauert. Also ich habe hier so ein bisschen, Frau Hoffmann hat so ein bisschen Stickstoff ausgeschüttet und der ist auch ganz schnell wieder verpufft. Aber trotzdem haben wir ganz kurz sehen können, auch Luft kann auch ein flüssiger Stoff sein. Und wenn man sie noch weiter runterkühlen würde, dann könnte sie sogar fest sein. Das heißt, die Luft besteht auch genauso aus Molekülen und kleinen Teilen wie Wasser zum Beispiel auch oder die Stühle, auf denen sie sitzen. Und das Interessante ist jetzt, genau diese Luftteilchen, aus denen die Luft besteht, sind dafür verantwortlich, dass der Himmel blau ist. Ich habe Ihnen da mal ein Bild mitgebracht, wo man zum Beispiel sehen kann, wie diese Luftteilchen irgendwie das Licht von der Sonne verändern. Die Sonne an sich, haben wir vom Weltraum aus gesehen, ist ja eigentlich weiß. Aber trotzdem kann es abends sein, dass der Himmel ganz rot leuchtet. Und wenn man dann noch ein bisschen wartet, dann kriegt man plötzlich einen Himmel, der ist oben schon blau und unten noch etwas rot. Und wenn die Sonne dann schon untergegangen ist, dann scheint der Himmel ganz dunkelblau zu leuchten. Die Sonne ist gar nicht mehr zu sehen, aber irgendwie kommt immer noch Licht bei uns an. Und am Morgen passiert das Ganze dann nochmal. Die Sonne geht wieder auf und rotes Licht kommt zu uns und gleichzeitig ein bisschen blaues Licht obendran. Also ganz verschiedene Farben. Und der Grund, wollte ich hier erstmal zusammenfassen. Dann fassen wir erstmal zusammen. Das weiße Licht der Sonne besteht aus allen Farben. Und mit einem Prisma kann man das auftauschen. Und bei so einem blauen Himmel und Morgen- oder Abenddämmerung sieht man so ein bisschen einen Teil dieser Farben. Und das Ganze hat damit zu tun, dass es in der Atmosphäre eben kleine Moleküle gibt, die für diese Lichtstreuung, das heißt Reflexion, in bestimmte Richtungen zuständig sind. Und das Ganze sieht dann ein bisschen künstlerisch dargestellt so aus. Also ich kann Ihnen versichern, diese Luftmoleküle, die hier dargestellt sind, haben in Wirklichkeit keine Mützen auf und keine Schuhe an und auch keine Spiegelchen in der Hand. Aber ich denke mal, soweit können Sie dann abstrahieren. Und wie Sie hier sehen, sind diese Luftteilchen hier, benutzen Sie Ihre Spiegel eigentlich nur, um das blaue Licht abzulenken. Nach oben, nach unten, nach links und nach rechts, eben in alle Richtungen. Und Sie lassen auch einen Teil davon durch. Und das rote Licht interessiert die Luftteilchen aber überhaupt gar nicht. Das hat damit zu tun, dass das Licht, was wir als verschiedene Farben sehen, verschiedene Wellenlängen hat. So nennen wir die Physiker so eine bestimmte Größeneigenschaft des Lichts. Und blaues Licht ist kleines Licht hat eine kurze Wellenlänge und rotes Licht hat eine längere Wellenlänge. Und wenn die Größe von den Luftteilchen, die ziemlich klein ist, mit dieser Wellenlänge einigermaßen übereinstimmt, dann gibt es Streuung. Und weil die Luftteilchen auch noch viel kleiner sind als die ganzen Wellenlängen vom Licht, streuen sie eigentlich nur das blaue Licht. Und wenn Sie sich nun vorstellen, dass sich direkt über Ihnen, hier an der Decke zum Beispiel, vielleicht sehen Sie den Laserpointer, sich da oben ein Luftteilchen befindet, und auf dieses Luftteilchen trifft ein bisschen blaues Licht von der Sonne, dann kann dieses Luftteilchen sich sagen, ich lasse das Licht nach oben, nach links und rechts oder ich schicke es zu Ihnen dann herunter und zu Ihrem Nachbarn selbstverständlich auch. Und um das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen nochmal ein zweites Experiment mitgebracht. Hoffmann, beginnen Sie.
Können wir vielleicht nochmal das Licht ausmachen? Ja. Okay, was wir hier jetzt sehen, ist wieder das Wassergefäß von vorhin. Hier mit dem schönen Regenbogen aufgespaltenen weißen Licht. Aber hier möchte ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit doch eher auf dieses weiße Licht hier in der Mitte lenken. Was Frau Hoffmann jetzt macht, ist, zwei Chemikalien in das Wasser hineinzuschütten. Das eine ist Salzsäure, das andere eine Chemikalie, die Natriumthiosulfat heißt. Wie das aussieht, wie die genauen chemikalischen Formeln sind, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese zwei Chemikalien miteinander reagieren und dabei eine dritte Chemikalie produzieren, und zwar Schwefel. Und dieser Schwefel tut sich dann zu kleinen Klümpchen zusammen, die mit der Zeit immer größer anwachsen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem diese Klümpchen ungefähr die Größe von der Wellenlänge vom Licht erreichen. Und dann machen sie das, was Sie auf der letzten Folie gesehen haben. Sie streuen das Licht zur Seite weg. Und könnten wir vielleicht auch eine Kamera hier auf dieses Gefäß haben, die von der Seite aus drauf filmt? Ja, wunderbar. Also wie Sie sehen, da sind so kleine Schwebeteilchen drin, ein paar Luftbläschen an der Seite. Und während ich hier rede, reagieren in diesem Glas die Chemikalien zueinander und bilden bereits kleine Klümpchen. Und die sind momentan noch sehr klein und brauchen so ein Weilchen, um anzuwachsen. Und innerhalb dieser Zeit bleibt uns leider nichts anderes übrig, als ein bisschen zu warten. Ah. Sehen Sie, da passiert ein bisschen was. Können Sie mir sagen, was da passiert? Ja? Blau? Ja. Kann mir vielleicht einer von Ihnen erklären, warum das jetzt schon blau leuchtet? Da, hier vorne, die Dame. Es liegt daran, dass für blau Licht zu streuen schon eine kleine Menge von diesen Klumpen reicht. Genau. Also die Teilchen sind jetzt schon so groß, dass sie das blaue Licht wegstreuen. Oh, gucken wir mal auf die andere Seite hier vom Overhead-Projektor. Was können Sie da sehen? Ja, die Dame? Es ist gelb geworden, gelb-orange. Genau. Der Grund dafür ist, können wir vielleicht wieder auf die von der Seite auch drauf filmen? Der Grund dafür ist, dass eben der ganze blaue Anteil des Lichts wird zur Seite weggestreut. Das ist genau das Gleiche, was bei einem Sonnenuntergang passiert. Die Sonne steht ganz tief am Horizont und schickt ihr Licht, das in allen Farben ist, in Blau und Grün und Gelb, durch die Atmosphäre durch. Und auf diesem Weg sind ganz viele Luftteilchen, die das blaue Licht in alle Richtungen wegstreuen. Nach vorne, zur Sonne zurück, lassen auch ein bisschen was nach hinten durch, aber eben auch viel zur Seite. Und hier haben wir das gerade schön sehen können, das blaue Licht wird zur Seite weggestreut und das gelbe Licht kommt durch. Und jetzt sind die Partikel immer weiter angewachsen und sind mittlerweile so groß geworden, dass sie auch das gelbe Licht raussortieren. Und jetzt ist nur noch das rote Licht übrig. Ja, ich sehe hier eine Meldung. Oder doch nicht? Na gut. Wie Sie jetzt sehen, leuchtet dieses Gefäß jetzt ganz hell, aber es kommt praktisch kein Licht mehr nach oben durch. Ja? Da ist das Gelbe weggegangen. Genau. Das Gelbe ist jetzt auch, es wird jetzt auch zur Seite weggestreut und das rote Licht auch. Und wenn wir uns jetzt dieses Gefäß anschauen, das auf dem Overhead-Projektor draufsteht, können wir das vielleicht nochmal auf dem Bildschirm haben, dann leuchtet das ja, so ziemlich gelblich, aber eigentlich auch ganz weiß.
Das heißt, das ganze Licht, was vom Overhead rauskommt, wird gestreut. Und beispielsweise, wenn ein Sandsturm ist, dann passiert genau das Gleiche. Dann ist der ganze Sand über uns in der Atmosphäre und streut das ganze Licht überall irgendwo hin und bei uns kommt gar nicht mehr so viel an. Aber zum Glück gibt es gar nicht so viele Sandstürme hier in Deutschland. Könnte ich die Folien wieder oben haben? Und dann können wir auch das Licht wieder anmachen. Okay. Also wir haben jetzt im Experiment gesehen, je nach Größe von den Teilchen wird verschiedenfarbiges Licht zur Seite weggestreut. Natürlich auch wird auch durchgelassen ein Teil, aber es ist eben ein geringerer Teil. Und in der Atmosphäre sind eben hauptsächlich ganz kleine Luftteilchen drin und die am ehesten so die Wellenlänge von Licht haben. Das heißt, hauptsächlich das blaue Licht wird gestreut. Und somit wissen Sie jetzt, warum der Himmel blau ist. Wenn wir es zusammenfassen. Weißes Licht besteht aus allen Farben. Diese Farben können aufgetrennt werden mit Wassertropfen oder mit so einem Becherglas voll mit Wasser. Und beim blauen Himmel oder der Morgendämmerung oder Abenddämmerung kann man diese Farben auch sehen, ohne dass man ein Prisma verwenden muss. Und Luftteilchen, also eben die Luftmoleküle wie Stickstoff oder Sauerstoff oder Kohlendioxid, streuen am stärksten blaues Licht und aus diesem Grund ist der Himmel blau. Und aus dem gleichen Grund ist ein Sonnenuntergang rot. So, und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Vorlesung, in dem ich noch ein bisschen was über Wolken und Wasser erzähle. Wasser kennen Sie ja sicherlich alle. Das kommt in drei gebräuchlichen Formen vor. Flüssiges Wasser, festes Wasser, das nennt man dann Eis, und dampfförmiges Wasser. Also gasförmiges Wasser eigentlich, das nennt man dann Dampf. Und vielleicht kennen Sie auch dieses Phänomen hier, Morgentau. Wenn morgens eine Wiese nass ist, obwohl es nachts nicht geregnet hat, weiß irgendjemand von Ihnen, wie das zustande kommt? Ja, hier habe ich eine Meldung. Ja, weil am Tag zuvor ist ja der Wasserdampf aufgestiegen. Mhm. Und in der Nacht kühlt sich die Luft ab und damit auch der Wasserdampf. Und der schlägt sich dann auf der Wiese nieder. So, dann, ja. Tau gibt's. Ja. Morgentau. Genau. In der Luft befindet sich der Wasserdampf. Und wenn dieser Wasserdampf auf eine kühlere Oberfläche drauf trifft, dann kondensiert er da drauf. Und ich habe Ihnen jetzt ein kleines Experiment auch noch mitgebracht. Die Brillenträger unter Ihnen werden sicherlich wissen, wie das ist, wenn man mit einer kalten Brille in ein warmes Zimmer reinkommt. Diese Brille war jetzt gerade in der Kühltruhe gelegen und dann so ein bisschen der Durchblick fehlt. Das liegt daran, weil auf die Brille drauf eben Wasserdampf drauf kondensiert ist. Gucken, ob ich noch den Durchblick habe für die nächste Folie. Jetzt ist es aber ja gerade nicht so, dass in der Atmosphäre besonders viele Brillen rumfliegen die ganze Zeit. Da stellt sich jetzt die Frage, worauf kondensieren denn eben diese Wassertropfen? Und die Antwort darauf ist, in der Atmosphäre gibt es ganz viele kleine Partikelchen, die meistens so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kann, die da herumschwirren. Das können verschiedenste Sachen sein. Hier haben wir ein paar Aufnahmen mit einem besonderen Mikroskop gemacht, wo man so verschiedene von diesen Aerosolen sehen kann. Hier zum Beispiel ist so eine kleine Bakterie, die ist ein paar Millionstel von einem Meter lang. Dann haben wir hier so ein bisschen Ruß, ein bisschen Salz und Asche. Und das hier ist eben nochmal Ruß von einer Dieselverbrennung. Und ganz wichtig ist dazu, ohne diese Aerosole gäbe es überhaupt gar keine Wolken.
Und um das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen noch mal ein kleines Experiment mitgebracht. Können wir dafür vielleicht noch mal ein bisschen das Licht ausmachen? Möchtest du das machen? Okay. Was wir hier haben, ist eine kleine Expansionskammer, wie am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, an dem ich arbeite. Da haben wir auch eine sogenannte Wolkenkammer. Und wie funktioniert das hier? Hat irgendjemand von Ihnen schon mal ein Fahrradreifen aufgepumpt? Ja, ganz bestimmt. Haben Sie dabei irgendwas gemerkt beim Aufpumpen des Fahrradreifens? Ja, ich habe hier vorne eine Meldung. Druck beim, also wenn man drückt, dass dann irgendwann der Druck, man muss mit viel Kraft reindrücken. Mhm. Weil die Luft will ja wieder aus dem Reifen raus. Genau. Und deshalb muss man mit viel Kraft reinpumpen. Ja, je mehr Druck man drauf gibt, desto mehr Kraft muss man auch aufwenden zum Pumpen. Ich habe noch eine Meldung nebendran. Selber halt, und dass man dann irgendwann ganz viel Kraft auch benötigen muss. Weil die Luft von unten drückt, also es kommt mehr Luft rein und es will auch welche raus. Deswegen wird es immer schwerer. Ja, die Luft will immer mehr raus und es wird immer schwerer. Ah, ich habe da noch was. Wenn man pumpt, dann pumpt man Luft in den Reifen. Und wenn der Reifen voll ist, muss man die Luft komprimieren, damit sie in den Reifen passt. Und um das zu schaffen, muss man eben viel Kraft aufwenden. Genau. Und es gibt aber noch was Zweites, was man währenddessen bemerken kann. Und zwar, wenn man mit der einen Hand die Luftpumpe anhat, dann wird die irgendwann ganz warm. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die eigene Hand das so aufwärmt, sondern das hat was damit zu tun, dass Druck und Temperatur miteinander zusammenhängen. Wenn man Luft komprimiert, dann wird sie warm. Und Sie kennen vielleicht diese Deodosen, die man sich unter den Arm sprüht. Und vielleicht ist Ihnen dabei aufgefallen, dass das, was da rauskommt, immer ganz kalt ist. Das hat damit zu tun, dass Druck und Temperatur zusammenhängen. Denn in dieser Dose drinne steht dieses Deogas unter hohem Druck. Sobald es aus der Dose rauskommt, lässt der Druck nach. Und das sorgt dafür, weil der Druck und Temperatur zusammenhängen, dass es gleichzeitig kühl wird. Und hier machen wir genau das Gleiche. Hier ist eine große Pumpe und mit der kann ich die Luft hier aus dieser Kammer ein bisschen herausziehen. Die Temperatur wird dann in dieser Kammer runtergehen. Und vielleicht mache ich einfach mal das Experiment und Sie sagen mir mal, was Sie dabei sehen. Okay. Haben Sie es gesehen? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ah, hier vorne habe ich gleich zwei Meldungen. Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen beiden schneller war. Die Schrolle, also die Luftteilchen, die sind verschwunden, wenn sie aufgepumpt haben. Und wenn sie losgelassen haben, sind sie wiedergekommen. Ja? Ja, das ist passiert. Genau, ich habe die Luft rausgeführt, aber ein bisschen was von der Luft ist auch drinnen geblieben. Und diese hat sich stark abgekühlt. Ah, ich habe hier noch eine Meldung, eine zweite Beobachtung. Und die Luft hat sich dann zu einer Wolke gebildet. Ja, genau. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir eine kleine Wolke erzeugt haben. Hier nochmal ein bisschen Licht. Und in der Atmosphäre passiert genau das Gleiche. Luft steigt auf, die ganz durchsichtige Luft, kühlt sich dabei ab, weil der Druck mit der Höhe nachlässt und Wasserdampf kondensiert auf kleine Partikelchen, die sich in der Atmosphäre befinden. So, jetzt sind hier in dieser Kammer nicht besonders viele Partikelchen drinne. Deswegen erzeugt Frau Hoffmann gerade mit einem Streichholz ein bisschen Aerosole, Sie sehen es vielleicht, oder Sie können sich denken, dass da jetzt so ein bisschen Rauch dabei rauskommt. Und sie hält jetzt dieses Streichholz kurz da rein.
Und auch wenn man es nicht gesehen hat, hat dieses Streichholz immer noch ganz viele kleine Partikel in die Kammer reingelassen. Noch ein bisschen mehr Licht. Boah. Oh. Kannst du mal dichter machen? Haben Sie einen Unterschied gesehen? Ja, ich habe da vorne eine Meldung. Das sind viel mehr geworden. Ja, genau. Das sind viel mehr und viel kleinere Tröpfchen geworden. Das heißt, die Aerosole, die in der Luft rumschwimmen, könnte ich die alle so aussehen können. Natürlich sind die nicht unbedingt alle schwarz-weiß, aber ungefähr so diese Formen haben sie. Die sorgen dafür, dass das Wasser, was in der Luft drin ist, einen Punkt hat, auf den es runterkondensieren kann. Wasser braucht also ein kleines bisschen Hilfe. Und das Wichtige dabei ist, ohne diese Aerosole gäbe es überhaupt gar keine Wolken. Gäbe es einfach nur einen blauen Himmel die ganze Zeit und niemals Regen. Was vielleicht ganz schön sein kann, aber die Pflanzen brauchen ja auch Wasser. Und jetzt komme ich zum letzten Experiment. Darf ich, wenn ich noch mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte? Und zwar habe ich Ihnen was Besonderes mitgebracht. Wissen Sie, an welchem Temperaturpunkt Wasser gefriert? Ja, aber das wissen ja praktisch alle. Könnte ich es laut von Ihnen allen auf einmal hören? Ja, 0 Grad. So, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, können wir vielleicht drauf hören? Ist eine besondere Kuriosität. Das hier ist Wasser, das ganz außergewöhnlich sauber ist. Dieses Wasser ist durch allerhand Filter und spezielle physikalische Verfahren so reingemacht worden, wie es aus dem Wasserhahn überhaupt gar nicht rauskommt. Und wie Sie sehen können, na, dieses Wasser ist flüssig. Aber sobald ich das Wasser hier auf diesen Tannenzapfen draufgieße, unglaublich. Ja, dann schütte ich vielleicht noch ein bisschen. Tolles Ding. Wer von Ihnen möchte mir erzählen, was da gerade passiert ist oder was wir gesehen haben? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wer zuerst war. Haben Sie das gesehen? Ich habe gesehen, wie das Wasser ausgeflossen ist und zu Eis erstarrt ist. Genau. Das Wasser war vorher flüssig. Und sobald es auf diesen, ja, hier jetzt so ein bisschen eingeeisten Tannenzapfen gekommen ist, ist es fest geworden. Das Wasser hat also ein ganz kleines bisschen Hilfe gebraucht, um sich zu entscheiden, obwohl es unter 0 Grad kalt war, fest zu werden. Und auch da kommen wieder die Aerosole ins Spiel, wie wir sie hier haben. Ohne diese Aerosole würde das Wasser in den Wolken auch immer flüssig bleiben. Und wenn man so ein bisschen Physik und wenn man sich mit Atmosphären und Wolken mehr auseinandersetzt, dann findet man irgendwann heraus, dass ohne dieses Gefrieren von diesen Wolkentröpfchen auch kein Regen stattfinden würde, zumindest nicht hier in Europa. Das heißt, das Wasser braucht für Wolken, so wie wir sie hier kennen, Aerosole in gleich zweifacher Wirkung. Zum einen braucht das Wasser, das als Gas vorliegt, die Aerosole, um überhaupt zu Wolkentröpfchen zu kondensieren. Und
zum anderen braucht es dann auch eben so ein kleines bisschen Hilfe von den Aerosolen, die dann in Wassertropfen drin sind, um Eis zu erzeugen. Und so kann ich jetzt zusammenfassen. Wasserdampf ist eigentlich durchsichtig. Er kondensiert aber in unserer Atmosphäre auf kleine Teilchen, eben die sogenannten Aerosole, zu kleinen Wassertropfen. Und wenn ganz viele von diesen kleinen Wassertropfen zusammenkommen, dann nennt man das eine Wolke. Wichtig dabei, ohne Aerosole gäbe es auch überhaupt gar keine Wolken. Und was wir gerade gesehen haben, Wasser kann auch unter 0 Grad Celsius flüssig sein und was in Wolken oft vorkommt. Aber Aerosole oder eben Tannenzapfen helfen dem Wasser beim Gefrieren. Und so, jetzt sind wir auch beim Ende des Vortrags. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte noch eine kleine Danksagung, das geht aber ganz schnell. Ich möchte zuerst mal hervorheben, dass das Institut für Meteorologie und Klimaforschung, atmosphärische Aerosolforschung, ein sehr gutes Institut ist. Ich bedanke mich bei Professor Thomas Leisnern und Doktores Christiane Wender und Jan Mein und bei Diplomphysikerin Patricia Handmann für die experimentellen Vorbereitungshilfen. Vielen Dank!